Es ist ein eiskalter Tag im Januar des Jahres 2010. Heute eröffnet der Suhrkamp Verlag offiziell sein neues Domizil in der Berliner Pappelallee. Der Umzug dieses mittelständischen Unternehmens von Frankfurt am Main nach Berlin ist in der deutschen Öffentlichkeit auf ein großes und kontroverses Echo gestoßen. Der Verlag, der 1950 in Berlin von Peter Suhrkamp gegründet wurde, kehrt an seine Wurzeln zurück. Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit ist stolz, diesen renommierten Verlag für die Hauptstadt gewonnen zu haben. Die Verlegerin Ulla Unselt-Berkiewicz setzte die Entscheidung, den alten Standort Frankfurt zu verlassen, gegen heftigen Widerstand durch. Liebe Gäste, liebe Freunde, dass wir jetzt heute hier zusammen sind, beweist, dass Sie, ihr, wir alle uns darauf verlassen können, dass unser Verlag, denn als volkseigen wird dieser ja allenthalben empfunden, sich die Treue halten und uns weiterhin überraschen wird. Er ist so resilient, wie Gershom Scholem es den Berlinern nachsagt. Man könnte zusammenpassen. Das verblüfft mich, weil das ist jetzt zwar die Pappelallee, aber doch irgendwo auch das steinerne Berlin für mich. Ich bin als junger Mann von Dresden immer nach Berlin gefahren, um in Berlin immer zu scheitern. Nie hat was geklappt und so. Und für mich ist das eigentümlich gewesen, heute wieder im Zug zu sitzen und wieder nach Berlin zu fahren und wieder nach Ost-Berlin mit dem ganz langsamen Zug. So. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da schließt sich wieder ein Kreis, aber diesmal hoffe ich nicht zu scheitern. Es wird sich nun weisen, ob das alles in Berlin ankommt. Und ist ja auch eine Frage für die anderen Städte, die sich doch langsam entleeren. Also ich hatte das Gefühl, das wichtigste geistige Produkt der alten Bundesrepublik verlässt diese Bundesrepublik, die es wahrscheinlich auch so nicht mehr gibt, und geht in diejenige Stadt, die wahrscheinlich am stärksten für diese neue Zeit oder diese gefühlte neue Epoche steht, diese Berliner Republik. Ich sehe die Berliner Republik jetzt nicht unbedingt als Grund einer Standortverlagerung. Deswegen stand ich von Anfang an, als die Nachricht eben kam aus der Geschäftsführung des Suhrkamp Verlages, dass man einen Umzug plant, diesem Plan kritisch gegenüber. Wir sind jetzt mit diesem ganzen wunderbaren, mit dieser ganzen großen Tradition, auf der wir aufbauen, nach Berlin gegangen, von wo der Verlag mal ausgegangen ist, weil Berlin eben jetzt wieder die Stadt geworden ist, die es mal war, was die geistigen Möglichkeiten der Auseinandersetzung, die künstlerischen Möglichkeiten der Auseinandersetzung angeht und weil Frankfurt es halt nicht mehr ist, das war es. Und wenn der Kalte Krieg nicht gekommen wäre, dann wäre der Verlag ja erst gar nicht nach Frankfurt gegangen.